Mongolenreich überfällt unsere Heimat. Sie sind brutal. Unerbittlich. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Tradition, Mut, Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Fürst Adachi, geht, brecht ihren Kampfgeist. Hey! Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Nada, Jinida! Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Ehrlose Feiglinge verdienen keine Gnade! Keine Gnade! Feuerfrei! Für Tsushima! Antritt! Fürst Sakai, auch wenn es uns das Leben kostet. Wie ihr befehlt, Fürst Shimura. Den Anführer erledigen! Männer, mir nach! Männer!
Mehr Mongolenhunde! Meld sie nieder! Nur wir sind übrig. Für uns gibt es nur einen Weg: den Mongolen-Anführer zu finden und zu töten. Ich kämpfe bis zum Ende mit euch. Ich weiß. Mongolenanführer. Ich bin bereit, Onkel. Wir tun es gemeinsam. Ich bin Khotun, Vetter des Kublai, Enkel des Genghis. Bruder, ihr seid ein Krieger, das kann ich sehen. Ihr wurdet hierfür ausgebildet und ihr habt Kämpfe gewonnen, die geringere Männer für ungewinnbar hielten. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte. Ich kenne eure Sprache, eure Tradition, eure Glauben. Welche Dörfer ich bändige und welche brennen. Daher frage ich noch einmal, Samurai.
Ergebt ihr euch. Wie komme ich hierher? Keine Waffen, nur Vorräte. Jemand hat mich schwer am Leben gehalten. Ich muss weiter.
Jemand hat eine Klinge gewetzt. Ein Krieger? Meine Rüstung. Kaputt. Aber besser als nichts. Wie geht's den Wunden? Kannst du rennen? Ich glaub schon. Wo ist mein Schwert? Nicht hier. Garst hier! Ich erledige das. Bitte, versteck dich. Oh, oh, tut mir nicht! Tio, komm in hier! Reiß! Ich habe Reiß! Wer bist du? Ich bin Yuna. Willst du dein Schwert? Folge mir. Wie lange war ich bewusstlos? Solange, dass die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Yuna. Nicht jetzt. Mist, runter. Bewegung. Hier lang. Warte. Wir können nichts für sie tun. Aber ich kann die anderen retten. Fürst Shimura war mit mir auf dem Schlachtfeld. Der Shito? Vergiss ihn. Yuna, warte. Fürst Shimura ist mein Onkel. Du bist Jin Sakai? Der Neffe des Jito? Ich muss es wissen. Hat er überlebt? Ich glaube schon. Die Mongolen nahmen ihn gefangen. Wohin brachten sie ihn? Östlich, entlang der Küste. Da liegt Burg Kaneda. Dort müssen sie ihn festhalten. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Oder ich rette Fürst Shimura. Helfe ihm, die Mongolen ins Meer zu jagen. Er hat Kontakt zum Shogun. Kann Verstärkung rufen. Ich habe dich nicht gesund gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst. Warum hast du es getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe. Fürst Shimura kann der ganzen Insel helfen. Und mehr Familie als ihn habe ich nicht. Los geht's. Hier drunter. Plünderer in voller Rüstung. Sie reiten über die ganze Insel. Sklavenleute. Und töten die Schwachen. Und niemand wehrt sie. Hier durch.
überqueren, würden wir gesehen werden. Was riskiere ich? Warte, der Wagen. Jetzt. Komm schon. Mehr Wagen. Los, wir nehmen die Dächer. Hier rauf. Los, Apollo. Wenn ich was brauche, nehme ich's mir. Wie meinen Katana. Ich habe es gegen Essen und Medizin getauscht. Wie bitte? Keine Sorge. Wir finden den Käufer und holen das Schwert zurück. Ja. Das wird ein langer Ritt. Nimm alle Vorräte, die du tragen kannst. Das Haus gehört jemandem. Und sie kommen nicht zurück. Der Mann, dem ich dein Schwert gab, wohnt gleich da vorne. Toro! Mist, die Hunde haben ihn erwischt. Es muss hier sein. Ich bin Jin Sakai, Neffe des großen Fürst Shimura. Und ich bin kein Feigling! Euer Gegner ist euch unterlegen. Doch euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Mit eures Vaters Waffe? Dem Schwert des Sakai-Clans. Es rettete Leben und beendete Kriege. Wer hat das getan? Keiner. Ich zeige euch, wie man sich verteidigt. Ich weiß, wie man kämpft. Um die Klinge zu meistern, müsst ihr erst eure Gefühle beherrschen. Das kann ich, Onkel. Zeigt es mir. Dann zeigt mal, was ihr geübt habt. Versucht mich zu treffen. Ja, Onkel. Angriff! Ich bin bereit! Versucht mich zu treffen! Ihr solltet jetzt angreifen, Jin! Angriff! Ich bin bereit! Versucht mich zu treffen! Ihr solltet jetzt angreifen, Jin. Ihr solltet jetzt angreifen. Sehr gut. Hättet ihr so gekämpft, hätte euch euer Angreifer nicht so leicht verletzt. Es war kein gerechter Kampf. Stellt euch vor, er ist zurück und setzt euch erneut zu. Mit jedem erdenklichen schmutzigen Trick. Wie verteidigt ihr euch? Ich werfe ihm Schmutz in die Augen und breche ihm die Nase.
Wie groß er wohl mit dem Mund voller Blut noch ist. Ein kleiner Sieg, ohne Ehre erlangt. Wenn ein Samurai gegen einen arglistigen Feind kämpft, muss er über ihn hinauswachsen und darf nie auf sein Niveau sinken, egal wie verlockend es wäre. Ja, Onkel. Jetzt durchbrecht meine Abwehr. Zeigt mir, dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlagt schnell zu. Ein schwerer Schlag lässt Gegner taumeln. Dann ein schneller Schlag. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlagt schnell zu. Ein schwerer Schlag lässt Gegner. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlag schnell zu. Ein schwerer Schlag lässt Gegner taumeln. Dann ein schneller Schlag. Genug! Ich ergebe mich. Ihr lasst mich gewinnen. Keinesfalls. Hättet ihr ein richtiges Schwert, wäre ich tot. Wirklich? Ich würde euch nie belügen, Jin. Versucht zur Abwechslung, meine Angriffe zu blocken. Ich werde euch nicht verschonen. Bleibt in Abwehrhaltung. Gute Abwehr. Gute Leistung. Ich bin erschöpft. Können wir eine Pause machen? Wir sind noch nicht fertig. Seid entschlossen und kämpft euch durch den Schmerz. Gut. Lernt jetzt zu parieren. Wartet, bis ich zuerst agiere. Sobald ich angreife, wehrt meinen Angriff ab. Ihr müsst parieren, bevor ich zuschlage. Schöne Parade. Leistung, Jin. Ihr werdet besser. Braucht ihr eine Pause? Es braucht mehr als ein Kind, um mich außer Atem zu bringen. Nun gut. Zeigt mir eure Abwehr gegen einen Speer. Weicht meinem Speer aus und führt einen Gegenangriff durch. Wenn ich stoße, weicht aus. Gute Reflexe. Denkt daran, ausweichen, dann Konter. Sehr gut ausgewichen. Lasst dem Gegner keine Zeit, Atem zu holen. Ihr seid schnell. Ihr habt trainiert? Denkt daran, ausweichen, dann Konter. Achtet auf meinen Speer. Lasst dem Gegner keine Zeit, Atem zu holen.
Nach einem Angriff bin ich verwundbar. Lasst dem Gegner keine Zeit, Atem zu holen. Ihr habt trainiert? Ich wehre jeden direkten Angriff ab. Traut eurem Instinkt. Er sagt euch, wann ich zuschlagen werde. Nach einem Angriff bin ich verwundbar. Hervorragender Konter. Sehr gut ausgewischt. Denkt daran. Ausweichen, dann Konter. Seht ihr? Ihr könnt jede Waffe, jeden Krieger bezwingen. Danke für die Lektion, Onkel. Wir sind noch nicht fertig. Jin Sakai, erweist ihr mir die Ehre eines Übungskampfes? Ich will euch nicht verletzen. Bei so viel Zuversicht, wie wäre ein kleiner Ansporn? Wer zuerst 5 Treffer landet, wählt das Abendessen aus. Hoffentlich mögt ihr Tintenfisch. Sehr gut. Ihr seid sehr geschickt. Guter Schlag, Onkel. Ihr seid zu schnell. Bevor wir essen, habe ich eine letzte Frage. Seit Generationen leben unsere Familie nach einem Kodex. Nennt mir die Tugenden, die uns leiten. Treue zu unserem Fürsten, Beherrschung unserer Gefühle und... Ihr wisst das. Ehre, tapfer zu kämpfen für das Vermächtnis des Sakai-Clans. Dies sind die Worte eures Vaters. Was bedeutet Ehre für euch? Ich glaube, Menschen zu beschützen. Die, die nicht für sich selbst kämpfen können. Ihr habt ein gutes Herz. Doch zuerst müssen wir zeigen, dass wir unserem Fürsten dienen. Mit Mut, Integrität, Selbstbeherrschung. Bei euch klingt das einfach. Es ist nie einfach, Jin. Ich ringe jeden Tag damit. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das ist die Bedeutung von Ehre. Ach, not, Herr Samurai. Schwert wieder. Wo finde ich ein Pferd? Die Ställe sind recht nah. Meerreiter. Die sind überall auf der Insel. Wo sind die Ställe? Hinter dem brennenden Bauernhaus. Folge mir. Wir schleichen uns an. Schlitzen ihnen die Kehle auf und töten sie ohne einen Laut. Ohne Ehre. Ich breche nicht meinen Kodex.
Still dich, Eindringling! Das ist nah. Wir können nicht alle retten. Genug weggelaufen. Endlich kann ich helfen. Verflucht! Wachen. Keiner darf entkommen. Danke, mein Herr. Mich irgendwo verstecken. Und beschützt euren Sohn mit eurem Leben. Du hast dein Leben für sie riskiert. Sie konnten sich nicht wehren. Und ich... Ich kann nicht noch mehr von uns sterben lassen. Aber nicht nur sie brauchen dich. Mein Bruder. Die Mongolen haben ihn. Deshalb hast du mich gerettet. Taka ist meine einzige Familie. Und Fürst Shimura ist meine. Bitte. Ich will nur meinen Bruder zurück. Ich werde dir helfen nach der Rettung meines Onkels. Versprochen. Ich komme mit dir. Der Stall ist gleich vor uns. Das sind Samurai-Pferde. Die paar, die der Schlacht fernblieben. Ein Glück für sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Ganz ruhig. Er passt zu dir. Er braucht einen Namen. Nobu, ein treuer Gefährte. Dein Onkel ist da drin gefangen.
Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Wir gehen durchs Haupttor. Kotun Khan verbrannte unsere besten Schwertkämpfer, demütigte meinen Onkel, schlachtete die Krieger von Tsushima ab. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, wie deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal schlage ich zuerst zu. Warte hier, bis ich sie erledigt habe. Wegen Fürst Shimura. Yoga, hol dich her. Jetzt noch. Das nicht so überrascht. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Die Mongolen haben sie am Strand abgefeuert. Wir können nicht weiter. Ich muss. Geh zurück. Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Nur zu. Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Ja!
Euch nur! Eldeia Schiglatsch! Samurai! Ich bin Jin Sakai, der Neffe Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Jin! Euer Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen. Gebrochen und gedemütigt darum winselnd, dem Mongolenreich anzugehören. Jin! Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Auf.
Streich, der eurer Heimat Frieden bringen kann. Rettet euer Leben. So! Versagt. Erneut. Vater. Jin. Hilfe. Fürst Sakai. Junger Meister, es ist Zeit. Ich komme, Yoriko.